Ja, OBS ist gerade ein bisschen abgestürzt und ich weiß nicht, warum. Ich habe, als ich ein Standbild hatte, es realisiert habe, Pause gemacht. Wir sind dann noch in der Cutscene, ja? Ja, genau, meine Minen. Die machen noch weiter. Der Sound der Minen macht ein bisschen alles kaputt gerade. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein, Chris. Ethan. Das war's. Das war's. Es ist aus. Beide von uns. Ethan. Wir müssen los. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Hey, hey. Pass auf, Rose. Hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Nur noch asynchron, wenn die reden. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Es ist nicht, glaube ich, synchron gerade. Was ist gerade nicht synchron? Es geht mir gerade auf den Piss, ne? Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt.
Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Kein Problem, Leute. Ethan regeneriert sich noch komplett. Macht euch bereit, gleich steht er auf einfach. Komm, wir sehen jetzt Ethan aufstehen. Oder auch nicht. Ich realisierte jetzt gerade erst, dass dieses Wesen sich irgendwie in alle verwandelt hat. Jetzt kommt das Pferd. Doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello, okay. Den Part mit Evelyn ralle ich noch nicht so wirklich. Also ich weiß noch nicht so genau, was ich jetzt zu sagen soll. Aber...
das Spiel ist super. Wirklich, kann ich so sagen. Also, ich wünschte, ich hätte einen besseren PC, dann würde es zwischendurch mal aussehen, als hätte ich irgendwie mehr Frames. Aber das Spiel ist super, Leute. Es hat Spaß gemacht, es hat Bock gemacht. Und kommt bloß nicht damit, es irgendwie zu vergleichen mit Elden Ring. Es ist eine unterschiedliche Art und Weise, wie es Spaß macht, ja? Bevor ich wieder Kritik ernte. Das Spiel hat meinen Humor getroffen und ist super. Und ich denke, ich muss mich ein bisschen befassen mit der Resident Evil Story. Wie das Ganze zusammenhängt und so. Ist denn jetzt Evelyn mit der Hexe gestorben? Hat sie überhaupt gelebt und sowas? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt im Kopf. Achso, ich hatte nachgeguckt übrigens. Stefano Valentini ist der Voice Actor von diesem Cowboy. Tatsächlich, das ist wirklich so. Coole Soundtracks. Na, auch dabei, cool, schön. Aber ich würde jetzt auch mal langsam gerne dies überspringen. Mal gucken, was am Ende kommt. Wahrscheinlich wäre das Ganze nicht asynchron gewesen, wenn ich... Oh. Rose? Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht doch, wie ein Killerball an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Jetzt hatte ich ja doch recht. Hatte ich doch recht mit Evelyn. Ich weiß. Ja, soll mir keine sagen, ich die Story nicht verstehe, ja? Ich habe aufgepasst, ja? Seht ihr? I know it. Ich habe von Anfang an gesagt, Evelyn. Von Anfang an war ich da hinterher.
Ich verstehe die Story, sieh dir, ich passe auf! Sag mir nie wieder, dass ich nicht aufpasse in den Spielen, die ich spiele. Ich verstehe die Storys doch. Naja, RIP Ethan. Ist tot. Ja, und dann... Ist schön. Also ich habe... Na, ich war auch ein bisschen AFK davon. Ein neuer Spielcast jetzt verfügbar. Dorf der Schatten. Boni Shop. Concept Art, Modell Herausforderung, okay. Okay, was haben wir noch so? Was ist das? Okay. Meinetwegen speichern. Was ist jetzt los? Kann ich jetzt ins Hauptmenü wieder zurück? Damit ich irgendwie verstehe, was jetzt genau abgeht. Boni. Bonusinhalte. Boni Shop. Ich kann... Unendlich Munition. Okay. What the fuck ist jetzt gerade hier los? Was kann ich hier machen? Jetzt bin ich gerade überfragt, hä? Warte mal. Modelle. Dann haben wir hier Concept Art. Und Waffen. Das sind zusätzliche Waffen, die ich mir holen kann. Dragoon. Und endlich Munition, Granatwerfer. So, jetzt kauf was mit unendlich Munition. Und meinetwegen das hier. Was war noch? Extras. Ein Bonusspiel. Okay. Was auch immer das alles jetzt so bringt, ich würde sagen, wie beende ich das Projekt? Macht's gut und tschüss und ciao. Ade.